Einer meiner beiden Loks der Baureihe 89 hatte nur noch einen Haftreifen. Da wird natürlich bei beiden Loks gewechselt und erstmal das Werkzeug suchen. Kombizange ist nicht so der Hit, so eine Spitzzange auch nicht. Dann habe ich gefunden, so eine gekröpfte Spitzzange, das funktioniert, aber ich habe nochmal im Keller gesucht und siehe da, Stahlwille 3,5 mm, das Edelwerkzeug, und damit ging es ganz wunderbar. Das sind die Haftreifen 71-54. Das sind immer 10 Stück in der Tüte, deshalb wechselt man dann auch bei allen, wo es passt. Man muss ein bisschen aufpassen, dass sich das nicht verdreht, aber mit einer kleinen Pinzette ist das überhaupt kein Problem, das wieder gerade zu machen. Und dann gefühlvoll mit dem Schraubenschlüssel wieder anziehen. Man sieht, der neue und der alte ganz schön ausgeleiert. Bei der Lok, die nur 20 Jahre alt ist, habe ich festgestellt, dass es echt ein Antrieb über die Stangen sind oder über die Stange ist. Über den Motor wird nur eine Achse angetrieben, die anderen beiden über das Gestänge. Man muss aber die Stangen da nicht lösen. Man sieht, bei der alten Lok hier werden alle drei Achsen über ein Getriebe angetrieben. Ja, nochmal eine kleine Testfahrt. Wunderbar.